Ich habe mich noch gar nicht bei Ihnen vorgestellt. Mein Name ist Pierre-Michel Meyer. Ich bin Generalbevollmächtigter dieser Hospitalgemeinschaft. Ich habe mal in meinen jungen Jahren Betriebsinformatik und internationales Krankenhausmanagement studiert und habe im Public Health promoviert. Und ja, seit 2015 kümmere ich mich hier um die Hospitalgemeinschaft. Nebenher bin ich auch noch Geschäftsführer der Entscheiderfabrik. Die Entscheiderfabrik wird dem einen oder anderen was sagen. Das ist ein Ökosystem für mehr als 150 Industrieunternehmen, mehr als 900 Krankenhäuser und 36 Anwenderverbände. Darum auch dieses gewisse Dreieck. Und ich halte seit 2006 ein, um mit den Krankenhäusern zusammen und den Krankenhausentscheidern zusammen die Chancen der digitalen Transformation umzusetzen. Kommen wir nun zu dem Thema KZG-Fördertatbestände, digitale Agenda als weitere Dimension der Unternehmensvision und Digitalstrategie und Health-IT-Strategie. Digitale Agenda als weitere Dimension der Unternehmensvision ist natürlich in dem Moment, dass Sie sich Gedanken machen, was ist Ihre Digitalstrategie? Das heißt sowas wie eine Roadmap für die digitale Transformation. Welche Prozesse wollen Sie ändern? Und dann das Wort Transformation, betriebswirtschaftlich nochmal hergeleitet. Sie wollen aufhören, Dinge zu verbessern, zu optimieren, sondern Sie wollen Dinge neu machen, anders als bisher. Natürlich müssen Sie auch darauf eingehen, was das Thema digitale Trends anbelangt, disruptive Technologien, Plattformökonomie, Cloud, was wir heute Morgen beim Frühstück haben. Digital Work, natürlich das Thema Leadership, Teams, Kollaboration. Das gerade das Thema Leadership und Teams, Corona hat das bestens gezeigt, setzt uns vor neue Herausforderungen. Ja. Und natürlich auch, wenn wir jetzt auf das Thema Krankenhauszukunftsgesetz mal schauen, es gibt unglaublich viele Themen, die Sie mit den Klinikern, weil am Ende tun wir das ja für die Kliniker, mit den Klinikern umsetzen müssen. Das heißt, Sie müssen hier ein gewisses Change Management ansetzen, was dazu dient, natürlich für Arbeitsentlastung zu sorgen. Aber Sie werden auch viel damit konfrontiert werden, dass Ihnen gesagt wird, wir bekommen eine Arbeitsverdichtung. Ja? Das heißt, da müssen Sie mit umgehen und schlussendlich brauchen Sie in der IT auch ein genügend Personal, um das dann überhaupt zu gewerkschaften. Also, digitale Teams, agiles Unternehmen, digital Workplace lernen. Digital Business ist natürlich das ganze Thema Geschäftsmodelle, Behandlungsangebot, Geschäftsfelder, Prozesse, Technologien. Mit der Digitalisierung und auch dem, was wir in Deutschland schon auf den Weg gebracht haben und auf den Weg bringen, immer mehr Themen kommen in die Telematik-Infrastruktur rein. Wir reden nicht nur über solche einfachen Dinge wie das wie die EAU oder das E-Rezept. Es gibt jetzt dann auch eine TI-Messenger zuzüglich zu KIM, also E-Mail in der Telematik-Infrastruktur und der Telematik-Infrastruktur EPA. Und wir werden bald auch eine digitale Identität in die Telematik-Infrastruktur. Die Frage ist, diese Chancen, die da gegeben werden, oder andersrum, diese digitalen Services, die da angeboten werden, wie gehen Sie damit um? Wie setzen Sie das ein? Stichwort ist hier sozusagen digitales medizinisches und pflegerisches Leistungsangebot. Smart Healthcare ist dann die Rede von, Sie kennen das auch aus der, ich sag mal so, aus der Werbung. Smart Hospital, ne, ist immer so ein Schlagwort, was dann immer wieder über den Zaun geworfen wird. Ja. Und natürlich an dem Moment Digital Patient Relationship Management, was ja mit einem anderen Wort genauso im Krankenhauszukunftsgesetz drin steht, nämlich Patientenportal. Das heißt, wir wollen den Patienten onboarden, den ganzen Prozess steuern. Patienten gewinnen und überzeugen und natürlich dann sowas wie künstliche Intelligenzbots und so weiter. Wenn wir das versuchen, in ein Dreieck zu gießen für uns als Krankenhausträger, wir haben das für uns gemacht, dann sieht das klassische Dreieck, als ich noch Krankenhausmanagement studiert habe, stand da viel Wirtschaftlichkeit etc. pp. Ein Stück weit anders aus. Qualität ist natürlich immer noch immens vorhanden, aber dann steht der Bürger, der Versicherte, der Patient in der digitalen Welt ganz anders im Mittelpunkt als jetzt mal vorher.
in den meisten Kliniken ist es ja immer noch so, der Patient steht in erster Linie im Weg, ja, und gehört dann von daher in ein Bett und dann ist er erstmal aus dem Weg raus. Ja. So. In der digitalen Welt müssen wir den Patienten aber ganz anders begreifen und dass wir um ihn herum sozusagen ein Health Information Management organisieren müssen. Das bedeutet natürlich auch, dass das ganze Thema Health Information Exchange essentiell wichtig ist. Und wenn Sie sich das Krankenhaus-Zukunftsgesetz angucken, dann zieht sich das komplett dadurch, durch die ganzen einzelnen Fördertatbestände. Wenn Sie sich dann noch vor Augen führen, dass das Ganze pönalisiert wird, das heißt, dass wir in 2025, wenn wir nicht gut genug gearbeitet haben, Erlösabzug bekommen werden von 2%, dann haben wir auch das, was im Angelsächsischen so schön heißt, Pay for Performance. Und das heißt im anderen Punkt, wir haben natürlich solche Dinge wie Pay for Quality, Pay for Performance und wir haben auch hier jetzt durch die Digitalisierung Pay for Health Information Exchange. Und der ein oder andere hier im Raum, persönlich vor Ort oder im Digitalen, wird das sicherlich auch im Kopf haben, wenn wir über das Thema Pönalisierung reden dann, und IT reden, dann haben wir eben nicht nur die Pönalisierung mit Krankenhauszukunftsgesetz, sondern wir haben auch die Pönalisierung in der Telematikinfrastruktur. Und wenn im schlechtesten Fall heißt das, dass Sie bis zu 7% Ihrer Erlöse verlieren. Wenn Sie in der Telematikinfrastruktur die Ziele reißen, dann kann das bis zu 5% Erlösabzug sein. Und wenn Sie die Ziele reißen, was die Umsetzung der Projekte nach dem Krankenhauszukunftsgesetz anbelangt, dann kann das bis zu 2% Erlösabzug reißen. Und wir wissen noch nicht, was die Krankenkassen daraus machen. Das heißt, wir reden mal eben von 7% in Summe. Deswegen würde ich schon vehement dafür sagen oder vehement dafür plädieren, dafür sprechen, dass wir hier ein Pay-for-Health Information Exchange haben. So, wenn wir das natürlich hinbekommen, Stichwort weitere Geschäftsmodelle, dann kann man natürlich mit diesen digitalen Services, ob sie über die Telematikinfrastruktur kommen oder eben nicht, auch digitale Medizin- und Pflegeleistungen anbieten. Ob das jetzt nun den Niedergelassenen drumherum oder ihrem Partnerkrankenhaus gefällt, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wir befinden uns halt alle auch in einem gewissen Wettbewerb. Wir haben dann sowas wie die Themen einfache digitale Terminierung, komplexe digitale Terminierung, ja. Und das kann man dahin ausweiten bis hin zur Videosprechstunde oder auch natürlich auch einer digitalen Anamnese oder natürlich, wenn Sie entsprechend, gestern gab es von den unterschiedlichsten Herrschaften KI-Vorträge, wie man mit vielen Daten eine Mustererkennung hinbekommt. Wenn Sie das natürlich haben, können Sie natürlich auch mit diesen Daten und einer entsprechenden Videokonferencing Diagnosen, Therapievorschläge über Video vornehmen, ohne dass der Patient beim niedergelassenen Arzt aufschlägt oder bei Ihnen in der Notaufnahme. Sie sehen, das sind ganz andere Möglichkeiten. Die Herausforderungen sind aber durchaus ganz anders. Wenn wir über digitale Geschäftsmodelle reden, dann sind wir in der Flughöhe von, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, so wie eine Maschine von Berlin nach Düsseldorf fliegt, was weiß ich, ein paar tausend Meter. Und dann werden wir immer wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, nach dem Motto, wie sieht eigentlich unsere Infrastruktur in den Krankenhäusern vor Ort aus? Das schaut ja noch ein bisschen anders aus. Deswegen ist es ja in den Fördertatbeständen auch immer das Thema Informationssicherheit. Wie es da aussieht, ist, dass wir ganz viele unterschiedliche Datentöpfe haben, in denen ganz viele unterschiedliche Daten liegen. Wir haben 1000 Schnittstellen, die wir irgendwie zu bewerkstelligen haben müssen und wollen gleichzeitig auch die Themen der digitalen Agenda umsetzen. Das heißt, wir müssen diese beiden Punkte ein Stück weit zueinander führen. Einmal Boden der Tatsachen mit den bösen Herausforderungen und dann auf der anderen Seite, ich möchte gerne digitale Geschäftsmodelle umsetzen. Ich möchte hier in der Region ein Player werden, zu dem die Patienten schon digital kommen und über den Weg nehme ich dann meinen anderen Marktbegleitern die Patienten weg und so kommen sie dann auch zu mir ins Haus und nicht zum Marktbegleiter ins Haus. Die Digitalstrategie an der Stelle zur Lösung der Herausforderungen, um sozusagen diese beiden Level aufeinander zu bringen, ist eine Plattformstrategie.
Wir reden nicht über Best of Breed auf der einen Seite oder monolithische Strategie auf der anderen Seite, sondern wir reden darum, dass wir eine Plattformstrategie einführen, sozusagen ein standardisierte und revisionssichere Archiv- und Interoperabilitätsplattform für Patienten. Stichwort ist in dem Moment ein Clinical Data Repository, wo ich strukturierte Daten drin habe und wo ich unstrukturierte Daten drin habe. Und wenn ich alle Daten zusammen habe, dann ist das Thema Schnittstellen kein Problem mehr. Und dann kann ich das auch weiter aufbauen. Und natürlich unten drunter dann eine zentral koordinierte Infrastruktur und Betrieb. Das ist das Fundament. Und ob ich das dann in-house mache oder außerhalb des Hauses habe oder ob ich eine Inhouse-Lösung mit meinen eigenen Mitarbeitern servisiere oder von externen betreiben lassen, das hängt dann von jedem Haus selber ab. Wichtig ist nur, dass ich in diese Richtung gehe. Und dann sieht unsere IT-Landkarte auch ein bisschen anders aus. Das ist der Teil, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Auch für alle die, die im Zoom sind. Die rechte Seite haben Sie vorhin schon gesehen. Und dazu ist gekommen die Plattformstrategie mit dem Thema Master Patient Index, mit dem Thema Registry, mit dem Thema Gateways nach extern und Archivierung, externe Langzeitarchivierung. Alles, was wir daraufhin in Richtung KI, Management Informationssystem, Berichtswesen machen, hat einen ganz anderen Wert, weil ich dann auf ganz andere Daten zurückgreifen kann, was ich heute nicht kann. Wenn wir heute über das Thema Management-Informationssystem reden, Mustererkennung reden, dann reden wir nicht über alle Daten, die man hat. Herr Dahlscher hat das gestern von Tipo ganz gut gesagt, indem er gesagt hat, wir können hier analysieren und dann sollte der Medizinkontroller eigentlich dahin gehen, wo die Leistung nicht dokumentiert ist, weil dann ist sie eigentlich nicht abgerechnet. Er kann immer nur extrapolieren, was hätte sein sollen, aber wenn es dazu keine Dokumentation gibt, dann kann es ja nicht abgerechnet werden. Und hier ist es so, die Daten, irgendwo sind die da. Und hier kriegen wir sie zusammen. Das heißt, die Digitalstrategie der Hospitalgemeinschaft ist eine skalierbare Hardware- und Softwarelandschaft, die Zukunftssicherheit zu wirtschaftlichen Bedingungen gewährleistet. Das heißt, Interoperabilität, Revisionssicherheit für das Consumer Case. Was heißt Consumer Case? Plattformstrategie können Sie einem Kliniker nicht erklären. Plattformstrategie kann man einem Informatiker erklären. Plattformstrategie kann man einem Betriebswirt erklären. Da kann man sagen, hey, wir packen alle Daten zusammen, wir haben Master Patient Index, wir sparen uns die Schnittstellen, wir können das einfacher betreiben und Single Point of Failure. Ich habe alle Daten an einem Punkt. Muss ich alles mit Schnittstellen herschieben. Sagt er, ja, okay, macht Sinn, kann ich besser kommunizieren, habe alle Daten da, kann besser abrechnen, dies, das, jenes, selbst. Aber sagen Sie mal einer Pflegekraft oder einem Arzt, die im Tagesgeschäft sind, wir machen jetzt Plattformstrategie. Guckt er Sie an und sagt, was habe ich davon, was soll mir das sagen? Consumer KISS, da kriegen Sie, KISS kenne ich, Consumer auch, Consumer Electronics, das ist Smartphone, das iPhone, ne, da ist was mit verbunden. Und genauso ist es auch. Consumer Case heißt in dem Moment von der Strategie her, dass Sie das Individuum, was schon ein Vielfaches digitalisierter ist als das Unternehmen, ja? Sie fahren von gestern Abend, wo wir noch zusammen geplauscht haben, bis heute Morgen beim Frühstück, hat Ihr Smartphone, was Sie haben, 100 Updates gemacht. Das haben Sie ganz mitgekriegt. Versuchen Sie mal 100 Updates über Nacht in Ihrer IT zu fahren. Das ist unmöglich. Aber diese 100 Updates, die über Nacht gefahren wurden, die wurden weltweit auf den Smartphones gefahren. Von Servern gesteuert. Und das ist der springende Punkt. Der Konsument ist in der Digitalisierung der Institution, Unternehmen, ob Industrie oder Krankenhaus, überlegen. Da bringen wir sozusagen diese beiden Parallelen zusammen. Über unsere Plattformstrategie schaffen wir es nämlich,
den Datenaustausch zwischen den Konsumenten auf der einen Seite und die Telematikinfrastruktur gibt den Konsumenten ja die elektronische Patientenakte hin. Das heißt, wir haben da diese ganzen tollen Worte wie Master Patient Index Generator, wir haben das Thema tolle Wording IAE Registratur, IAE Repository, also Datenbank und Clinical Data Repository, wo ich alle strukturierten und unstrukturierten Daten drin habe. Auf der internen Sicht kriege ich dann solche tollen Sachen hin, wie eine Fieberkurvenintegration, wie eine Medikationintegration und noch viele andere Sachen. Hier haben wir ja auch das Thema Messaging, was wir alle tagtäglich nutzen, WhatsApp, aber das ist natürlich nicht erlaubt im Krankenhaus. Aber deswegen wollen Sie ja auch Ihren eigenen Messenger haben, um genauso gut, wie Sie sonst per WhatsApp unter privat kommunizieren, dann in der Firma konsumieren. Und natürlich können wir hier noch die ganzen anderen tollen Sachen dann mit integrieren, wie Patienten-App, elektronische Gesundheitsakte, elektronische Patientenakte, Onboarding und Portal. Und schlussendlich bekommen Sie in Ihr Consumer-Kiss, ob da jetzt, ich habe hier mal ein Beispiel genommen, ja, ob da jetzt ein Berichtswesen, ein TIP, HCE, ein KMS oder wie auch immer ist, ein Orbis-Kiss oder auch ein CGM-Kiss, ja. Und dann können Sie daraufhin Ihre nutzenstiftenden Applikationen, die der Patient oder Mitarbeiter von seinem Smartphone kennt, wo er hunderte Apps auf seinem Device hat und so strukturiert hat, wie er es für sich am liebsten hat. Wenn wir alle unser Smartphone nebeneinander liegen, sieht keins gleich aus. Ja? Und so kriege ich das dann hin mit einer vernünftigen Interoperabilitätsinfrastruktur und meiner Riesendatenbank. Wie man dann zu diesem Consumer Kissing kommt, ist natürlich unterschiedlich. Wir haben gesagt, technologisch, inhaltlich wollen wir auf eine Plattformstrategie kommen. Diese beiden grauen und grünen Balken symbolisieren einfach, es gibt nicht den großen grauen rechteckigen Block monolithisch und es gibt auch nicht das große grüne Rechteck nach dem Motto, wir machen alles besser Frieden, sondern über die Plattformstrategie fahren Sie das zusammen. Und keiner zwingt Sie zu sagen, Sie müssen jetzt unbedingt mehr von dem haben oder mehr von dem haben, sondern Sie machen es so, wie Sie für Ihre Organisation es für richtig halten. Und das kriegen Sie aber damit hin. Ob Sie dann ein Stück weit mehr investieren in Ihr All-in-One-System, was Sie eh schon haben, ob das jetzt ein Orbis ist, ein Medico ist, ein iMed One ist, ein ISH-Med ist, ein Nexus-Kiss ist. Ja, völlig egal. Oder ob Sie sagen, na, ich investiere mir in nutzenstiftende Mehrwertapplikation unterschiedlichster Couleur, nehmen wir Pflegeplanung und Dokumentation von Merona, von Advanova, um irgendwas zu sagen, oder ein PDMS-System von Dräger, von Lowcheck, von Philips. Ja? Das ist dann in dem Moment Ihre Entscheidung. Das können Sie natürlich noch mit ganz vielen Produktnamen untersetzen. Ich habe eben nur eine kleine Auswahl gegeben. In der Entscheiderfabrik sind alle vertreten, da können Sie alle nachschauen. Was heißt das jetzt für die Health-IT-Strategie und Ziele und was dann damit umzusetzen ist? Produktabhängigkeiten sind zu reduzieren, Anwenderfreundlichkeit, Flexibilität, Dynamik und Geschwindigkeit sind zu erhöhen. Best-Practice-Ansätze können so integriert werden. Stichwort IAE-konform Archiv und Interoperabilitätsplattform einführen. Erreichung von Revisionssicherheit, Berücksichtigung von Gesetzen und Normen, Digitalisierung von Papier, weg damit. Optimale Medizingeräte-Output-Integration, Erreichung von sektorübergreifenden Patientenakte, Kommunikation zwischen Konsumentenakte und institutioneller Patientenakte und Beherrschung der Datenmengen bzw. Reduzierung zu archivierenden Datentöpfen. Ja? Killerfrage, ne? Der Doktor möchte gerne irgendein medizinisches Gerät. Ja, wie viele Untersuchungen haben Sie pro Jahr mit wie viel Gigabyte pro Untersuchung und in wie vielen unterschiedlichen Töpfen legen Sie diese Datenmengen ab? Ja, also Komplexität reduzieren, alle Daten an einen Ort auswerten. Mustererkennung. Ja, das funktioniert nur, wenn ich diese Daten habe. Reduzierung der mit den Datenmengen und Datentöpfen einhergehenden Betriebskomplexität und natürlich IT-Betriebskosten optimieren. Es ist illusorisch, dass Sie Betriebskosten runterkriegen, aber Sie können sie optimieren. Ja, das ist der wesentliche Punkt. Für uns in der Hospitalgemeinschaft sind dadurch die strategischen Ziele Aufrechterhaltung Betrieb,
Kommunikation mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, dann das Thema Primär- und Sekundärrechenzentrum, Infrastruktur, nicht nur im Rechenzentrum, sondern auch fürs ganze Haus, systemnahe Software, Ausbau von Mobile Device Management, TK und WLAN-Infrastruktur, Enterprise Messaging, DSGVO-konforme telemedizinische Netzwerkinfrastruktur, telemedizinische Applikationen, eigenes EGA-Angebot, elektronische Gesundheitsakte, Portal, da hat man den Begriff Portal, Konsolidierung der Praxisverwaltungssysteme in den MVZs, klinisches Arbeitsplatzsystem, Notaufnahme, Pflegeplanung und Dokumentation, Anästhesie, Medikation, Einführung Mobile Devices in der Pflege, Integration KISS, PDMS über COM-Server, direkt oder Interoperabilitätsplattform, Robotik, Hightech-Medizin und zusätzliches Personal. Das ist die Health-IT-Strategie der Häuser der Hospitalgemeinschaft. E-Learning haben wir noch hinten dran. Umsetzung PDSG 330, ja, auch noch. Aber jetzt ist die Liste aber voll. Kommen wir nun zu dem Thema Präsentation der Ergebnisse, digitale Reifegradmessung und Einordnung. Das hier ist der Prozess, den Sie alle mittlerweile kennen, ob im Detail oder ja, so nur mal von Hören sagen. Das ist der Verfahrensablauf von der Fördermittelbeantragung, der ist auch pro Bundesland gleich. Sie haben erstmal die Bestimmung der Förderprojekte, dann haben Sie die Zusammenarbeit mit einem IT-Dienstleister, dann haben Sie die Bedarfsmeldung ans Land, dann haben wir vom Land aus die Antragstellung ans Bundesamt für Soziale Sicherung mit einer gewissen Empfehlung und dann schließlich haben wir die Bewilligung des Vorhabens der Mittelfreigabe an das Bundesland und dann vom Bundesland an das Krankenhaus. Der erste Schritt ist, dass die Krankenhäuser über eine Meilensteinplanung bzw. Digitalstrategie bestimmen, welche Projekte zur Förderung angemeldet werden. Dann müssen die Projekte der Digitalstrategie mit Kalkulationen, Preisindikationen, Matrizen zu Muss-Kriterien und IT-Dienstleistern mit BASF-Schulungszertifikaten abgesichert werden. Dann erstellt der Krankenhausträger auf Basis der Projekte Bedarfsmeldung bzw. Förderanträge an das Land. Und zwar über die zuvor aufgezeichnete Nachweisführung tragen dann die IT-Dienstleister diese Anträge mit. Der IT-Dienstleister ist wichtig. Das Land entscheidet in dem Moment über die Weiterverfolgung der Anträge. Das Land hat 3 Monate Zeit für die Entscheidung. Für die Prüfung kommt ebenfalls dieser sogenannte IT-Dienstleister mit BASF-Schulungszertifikat zum Einsatz. Im Anschluss an die Entscheidung erfolgt dann der Antrag beim BASF. Und das Bundesamt für Soziale Sicherung prüft dann die Anträge der Länder. Ich habe hier nochmal rot umrandet diesen IT-Dienstleister, weil der halt wichtig ist. Und der IT-Dienstleister testiert die Fördermittel auf unschädliche Verwendung. Das sind hier nochmal die Potenziale, wo wir darüber reden. Das heißt, Notaufnahmestand der Technik 1911, Patientenportale 1912, elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen 1913, Teil vollautomatisierte klinische Entscheidungssysteme 1914, dann durchgehendes digitales Medikationsmanagement 1915, dann haben wir das Thema digitaler Leistungsanforderungsprozess 1916, dann haben wir abgestimmtes medizinisches Leistungsangebot auf gemeinsamer Infrastruktur 1917, dann haben wir 1918 das online-basierte Versorgungsnachweisbettensystem 1919 telemedizinische Netzwerkstrukturen und Anwendungsfälle, 1910 I&K-Technologie zur Vermeidung von Störungen. Den 1911 Anpassung Patientenzimmer erwähne ich ja gar nicht mehr so. Wichtig sind dann die 1902 und 3, weil da geht es darum, für die Antragstellung und auch die Mittelverwendungsprüfung. Auf diesem Zeitstrahl sehen Sie jetzt nochmal die Fördertatbestände auf der linken Seite. Und das Einzige, was die Kliniken der Hospitalgemeinschaft machen mussten, war dann die einzelnen Punkte der Health-IT-Strategie, die wir schon seit 2018 komplett mit den Geschäftsführern verabschiedet haben, daneben. Und mehr. Das war alles. Mehr mussten wir nicht machen. Und war es fertig. Das war, wir waren da an der Stelle gut vorbereitet.
Ich hoffe, Sie konnten das sehen. Sie können nochmal zurück. Die Strategie haben wir nur noch gemappt auf die Förderung. War die gute Arbeit schon mal getan? Der IT-Dienstleister hat hier natürlich auch eine wichtige Bedeutung. Sie sehen, da steht auch mein Name. Ich bin also auch einer von diesen IT-Dienstleistern, diese Zertifizierten. Ich habe diese Schulung gemacht. Und wichtig sind, ich gehe jetzt mal hier für die Kollegen in Zoom an die Seite, damit die Kollegen das hier im Raum auch besser sehen können. Der IT-Dienstleister hat die Rolle der kurzfristigen Vorabprüfung und langfristig die kontinuierliche Prüfung. Das heißt, Projektfortschrittskontrolle testiert der IT-Dienstleister und auch die Mittelverwendungskontrolle. Warum sage ich testiert? Nicht, weil ich mal bei den Leuten gearbeitet habe, also in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Krankenhausabschlüsse geprüft habe, Kliniken fusioniert habe und diesen Käse und schon habe ich Käse gesagt, ja. Aber das ist im Endeffekt eine Arbeit, die nicht sehr kreativ ist. Aber sie muss natürlich gemacht werden, ich habe das gerne gemacht. Aber da fällt natürlich immer der Begriff testieren. Und im Bundesland Bayern ist auch so, dass da von einem Testat geredet ist. Andere Bundesländer nutzen ein anderes Wording, aber da die Bayern ja in vielen Dingen eine gewisse Konsequenz haben, glaube ich, dass es am Endeffekt auch auf dieses Wording hinauslaufen wird. Stichwort Krankenhauszuberufungsgesetz und Zuckerbrot und Peitsche. Hier ist es natürlich so, mit dieser Folie möchte ich nochmal daran erinnern, was auf uns zukommt. Wir haben die digitale Reifegradmessung in diesem Jahr. Wir gehen davon aus, dass die im August denn dann kommt. Sie sollte im Juni kommen, aber die Auftragsvergabe hatte sich verzögert und deswegen gehen wir von August aus. Und dann wird die digitale Reifegradanalyse auch nochmal 2023 kommen. Und hier der rote Balken heißt natürlich wieder pönalen Drohnen. Was haben wir deswegen gemacht, um uns gut vorzubereiten? Wir haben dafür eine digitale Reifegradanalyse gemacht. Wir haben diese digitale Reifegradanalyse 2020 mit 52 Kliniken, 19.000 Betten, 7.000 Ärzten, Krankenhausmitarbeiter über 45.000. Das waren aber alles Träger, die auch unterschiedliche Einrichtungen haben. Wir hatten also auch Behindertenhilfe, Altenhilfe und so weiter. Also es sind wirklich hier nur die Krankenhausmitarbeiter. Alle Mitarbeiter waren bei irgendwie bei 76.000. Ja? Anzahl IT-Mitarbeiter 427. IT-Budget 2,23% und IT-Ausgaben 105 Millionen Euro. Warum haben wir das mit diesem Most Wired-Modell gemacht? Ich habe gesagt, ich bin auch Geschäftsführer der Entscheiderfabrik, seit 2009 machen wir Reisen in die USA. Wir nennen das Management-Training und digitaler Transformation oder Digital Transformation. Und wenn Sie einen Blick in dieses Krankenhaussuchungsgesetz werfen, dann ist das schon, hat das schon einen sehr amerikanischen Schlag. Ja? Wenn Sie sich das angucken, also die Wichtigkeit des Patientenportals, die Wichtigkeit der Interoperabilität, die Wichtigkeit dessen, dass IT nicht nur beim Arzt umkommt, sondern auch bei der größten Gruppe, die wir im Krankenhaus haben, nämlich der Pflege. Das ist praktisch das, was die Amerikaner schon hatten mit dem sogenannten High-Tech Act, weil 1995 ist nämlich die amerikanische Krankenhausgesellschaft losgezogen und hat gesagt, wir brauchen Geld für unsere Krankenhäuser. Und da haben die nämlich diese digitale Reifegradmessung Digital Health Most Wired entwickelt, weil sie den Republikanern und Demokraten aufzeigen wollen, dass sie zu wenig Geld bekommen und dass sie jetzt mal gerne mehr Geld hätten. Dafür mussten sie dann eine digitale Reifegradmessung vornehmen, nach dem Motto, wir sind schlechter als die Industrie. Dafür haben sie dieses Modell entwickelt und damit sind sie dann losgezogen. Damit konnten sie dann auch zeigen, dass sie tatsächlich schlechter ausgestattet sind als die Industrie. Und sie haben dann 40 Milliarden bekommen. Nicht nur die Krankenhäuser, 40 Milliarden für Krankenhaus, also sagen wir so,
für stationäre Versorgung, für ambulante Versorgung. Ja? Also als wenn wir, also als wenn wir 20, wir können es einfach übersetzen, als wenn wir in Deutschland 20 Milliarden bekommen würden für die stationäre und die ambulante Versorgung. Auch da wollte der Gesetzgeber natürlich überprüfen, habt ihr das Geld ordentlich eingesetzt oder habt ihr es verblasen? Dafür gibt es dann das Meaningful Use Programm oder gab es das Meaningful Use Programm, das war immer noch ein Stück weit. So, und deswegen haben wir dieses Programm genommen, weil der Blick ins Krankenhausversorgungsgesetz hat gezeigt, es ist amerikanisch, also brauche ich auch ein amerikanisches Reifegradmodell. Nicht irgendwo auf der Hand. Ne? Und dann haben wir das natürlich komplett lokalisiert. Und die Kollegen von CHIME, das ist das College of Health Information Management Executives, hat noch 2017 dieses Most Liable Modell von der amerikanischen Krankenhausgesellschaft übernommen, weil es nicht Kerngeschäft und die haben dann gesagt, komm, mach ihr das, das, wir können das nicht, das ist nicht unser Thema. So, und dann haben die das dann weitergepflegt und mit denen konnten wir uns gut einigen und dann haben wir das lokalisiert und ins Deutsche übersetzt. Das sind die Bereiche, die abgefragt werden bei diesem Modell. Infrastruktur, logisch, Security ist auch logisch, ne? Informationssicherheit, ne? Administration, Beschaffung und Lieferketten, da steckt auch das Thema Apotheke, Medikation in der Beschaffung drin. Dann haben wir das Thema Analytics und Datenmanagement, was gestern auch hier auf der Tagung KI-Thema war, Mensch- und Informationssystem etc. Interoperabilität und Population Health. Population Health ist halt das, was wir in Deutschland nicht so gut können, weil wir sind halt nicht interoperabel. Und ohne dass wir das sind, werden wir auch schlecht für eine ganze Region vernünftige Daten haben, was Indikationen anbelangt. Und ohne diese Daten ist das Thema Mustererkennung und KI dann ein bisschen schwierig. So, Patient Engagement, das ist, können wir übersetzen mit Patientenportal, also Einbindung des Patienten, Onboarding, digitale Kommunikation. Ne? Man entlässt den Patienten, man macht digitale Abfrage, man interagiert miteinander. Dann das Thema medizinische Qualität und Patientensicherheit. Da sind wir wieder, gehen wir in das Thema, wenn wir hier Beschaffung und Stellung von Medikation haben, haben wir hier, kriege ich wirklich eine Closed-Loop-Dokumentation hin, wie sieht es aus, eine Alarmmeldung, auch intensiv, auch Notaufnahme, okay, Patienten dann Menschen. Wichtig ist hierbei, das sind die Punkte, die vergeben werden. Wenn ich Ihnen die Ergebnisse der digitalen Reifegradmessung gezeigt habe, werde ich hier nochmal auf die Punkte eingehen. Das ist also von daher sehr wichtig. Und natürlich gibt es dann, je nachdem, wie viele Punkte Sie haben, kommen Sie dann auf ein gewisses Niveau, was Sie dann erreichen. Und dann kriegen Sie dafür natürlich auch einen Titel, wie das bei den Amerikanern so ist, kriegen die Titel wahnsinnig toll. Superior Performance Excellence Award, ne, oder auch Performance Excellence Award, Quality Award, und dann gibt es Special Recognition, und dann gibt es einfach nur teilgenommen. Ne. Also das sind so die Niveaus, die nicht so toll sind. Warum zeige ich Ihnen das? Weil wir hinterher nochmal drauf eingehen, weil wir wollen hier was lernen. Kommen wir mal zu den ersten Ergebnissen. Und schauen wir uns das Thema Infrastruktur an. Da war die Frage, die zu beantworten war, wie stellt Ihr Krankenhaus drahtlose Kommunikation bereit? Also WLAN wäre jetzt hier nicht, oder wäre zu kurz gegriffen, weil Sie natürlich auch in dem Moment das ganze Thema anders zur Verfügung stellen können, beispielsweise über UMTS und so weiter. Wir in Deutschland sind hier oben, in der Mitte ist der internationale Vergleich und unten sind die Vereinigten Staaten von Amerika oder halt kurz USA. Orange heißt mehrere diskrete, drahtlose Netzwerke für verschiedene Zwecke. Also mit anderen Worten, da sind wir ganz weit vorne. Also wir haben eine zerstückelte, zerklüftete, drahtlose Infrastruktur. Dann haben wir blau, eine einzige, vereinheitlichte, unternehmensweite, drahtlose Infrastruktur, die einen zuverlässigen Zugang zu allen Online-Anwendungen ermöglicht. Und da sehen wir, dass es auch international
wir dort besser sind, beziehungsweise wir nur ein wenig haben. Der Hammer ist aber an dieser Folie oder an dieser Aussage, es gibt hier auch einen grauen Balken, den gibt es nur in Deutschland. Und da steht drin, keines dieser Werkzeuge wird verwendet. Ja? Das heißt, wir haben immer noch Kliniken, die keinen WLAN haben. Oder keine drahtlose Infrastruktur. Naja, aber wir müssen jetzt gucken Sie bitte nicht so. Das ist aber durchaus deutsche Realität. Ja? In Südkorea haben 90% aller Haushalte haben mehr als 100 Mbits. Ja? Wir kommen in Deutschland noch nicht mal auf ein Viertel. Das ist Realität. Also wir müssen schon aufpassen, dass wir international nicht, also manchmal hat man ja so das Gefühl, der Deutsche ruht sich gerne so ein bisschen aus. Also wir stehen nicht so gut da, was das Thema Digitalisierung und IT anbelangt. Das ist, nee. Okay, das ist also jetzt nicht nur im Krankenhausbereich, sondern so branchenübergreifend. Also wir müssen uns alle an die Nase packen, nicht nur wir im Gesundheitswesen. Der nächste Punkt ist, wer ist in Ihrer Organisation, also wir sind jetzt in die Rubrik Security gegangen, ne, Security, und jetzt kommen wir zu dem ganzen Thema Informationssicherheit, Management. Ein wichtiger Punkt für mich jetzt von mir noch hier eingeworfen. Ich hoffe, alle haben verinnerlicht, dass wir alle Krankenhäuser zum 01.01.2022 ein Informationssicherheitsmanagementsystem installiert haben müssen. Nicht nur die Kritishäuser, sondern jedes Krankenhaus. Nach § 75 und auch jedes MVZ. Nach § 75 B und C Sozialgesetzbuch 5. Ja, der Gesetzgeber sagt selbstverständlich, dass nur die Krankenhäuser mit mehr als 30.000 stationären Patienten zu auditieren sind. Aber alle anderen müssen es eingeführt haben. Die Konsequenz dahinter, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist natürlich, solange nichts passiert, könnten Sie das Thema ignorieren. Nur wenn was passiert, dann nutzt Ihnen auch Ihre Cyberversicherung nichts mehr, wenn Sie zum 01.01.2022 kein ISMS eingeführt haben. Und Ihr Geschäftsführer ist dann natürlich, hat ein Problem wegen Organisationsverschulden. Also das nur noch zum Hintergrund. Vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass das kommt. Und das zweite Gesetz zum Thema kritische Infrastruktur schreibt ja auch Strafen vor, die bis in die 40 Millionen Euro gehen. Ja, das ist also, das will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, das bin ich nicht, ich bin ein positiver Mensch, aber Sie sollten das ernst nehmen. Also, wer ist in Ihrer Organisation für die Leitung der Informationssicherheit verantwortlich, ist eine dieser Fragen aus der Reifegradanalyse. Ich kann jetzt nicht 200 Folien vorstellen. Die entsprechenden Blöcke sehen Sie hier. Deutschland steht wieder oben mit Gelb, Grau, Orange und Blau. Dann kommt wieder international. Und unten am Rand der Folie haben wir wieder die USA. Ja, wir haben, wir fangen jetzt mal von meiner Seite rechts an. Dunkelblau ist dedizierter IT-Sicherheitsbeauftragter. Orange ist, eigentlich ist der CIO für die IT-Sicherheit verantwortlich. Und IT-Sicherheit habe ich jetzt auch falsch gesagt, sondern Informationssicherheit, was nie sein soll. Dann haben wir Orange, externer IT-Sicherheitsbeauftragter. Und Gelb, kein dedizierter IT-Sicherheitsbeauftragter. Wir sind die Einzigen, die es schaffen, so einen großen gelben Balken hinzubekommen. Das heißt, wir nehmen das Thema nicht ernst. Und das, obwohl wir ein BSI haben und jetzt auch ein entsprechendes zweites Gesetz. Das heißt, wir müssen da besser werden. Die nächste Frage ist, bitte geben Sie an, wie oft sozusagen ein Unternehmensgremium zum Thema Informationssicherheit zusammenbekommt, beziehungsweise dazu Informationen erhält. Hier ist es jetzt ein bisschen anders von dem Balkendiagramm. Deutschland ist der graue Balken, orange ist der internationale Balken und dunkelblau sind die USA. Also die Frage, die Antwort, was anzukreuzen war, also nach dem Motto, die Unternehmensführung erhält nicht regelmäßig, aber auf Anfrage
der Unternehmensführung einen Bericht zur Informationssicherheit. Dann der zweite Punkt war die Information, der Informationssicherheitsbericht wird jährlich aktualisiert. Also ein Informationssicherheitsbericht wird jährlich aktualisiert. Dann haben wir das Thema, das Update der Informationssicherheitsbericht wird halbjährig bereitgestellt. Das Update des Informationssicherheitsberichts wird vierteljährlich bereitgestellt. Und der Informationssicherheitsbericht wird monatlich oder öfter aktualisiert. Wir sind die Einzigen, die es geschafft haben, anzugeben, dass es überhaupt keinen Informationssicherheitsbericht für die Geschäftsführung gibt. Und am besten sind wir da, wo, wenn es einen Informationssicherheitsbericht gibt, dass er sehr wenig aktualisiert wird. Das Jahr, ne? Also entweder haben wir gar nichts oder wir produzieren eine Leiche. Ne? Weil wir müssen ja uns immer vor Augen führen, Informationssicherheit ist etwas, was uns begleitet. Also hier deswegen als roter Punkt, wir brauchen regelmäßig mindestens einmal pro Quartal einen Bericht zur Informationssicherheit an die Unternehmensführung. Dann haben wir hier die nächste Frage in dieser Couleur. Wie oft kommt das Cyber-Security-Risikomanagement-Gremium Ihrer Klinikverbund mit der Unternehmensführung zusammen? Und hier ist dann wieder so, Deutschland ist grau, Orange ist international, Vereinigte Staaten sind blau. Und wir sind auch ganz weit vorne, wenn es darum geht, wir haben kein formales Cyber Security Governance Risiko und Compliance Gremium, das sich mit der Unternehmensführung abstimmt. Das geht natürlich nicht. Aber das ist heute noch Stand der Dinge, das ist leider so. Jetzt haben wir die Maus benutzt. Jetzt müssen wir einmal hier klicken, damit wir dann auf den Pointer nehmen können. Also, die Unternehmensführung sollte monatlich mit dem Cyber Security Risikomanagement Gefahrensituation und Notfallplanung abstimmen. Ja? Also, wir machen fürs Krankenhaus auch Notfallplanung. Was ist, ja? Wie schnell kriege ich das geräumt, etc. pp. Das müssen wir auch einmal für Informationssicherheit machen. Ja? Und zwar möglichst häufig und routinemäßig. Wenn wir uns jetzt die Rubrik angucken, Administration, Apotheke, Beschaffung und Lieferketten, dann haben wir hier die Fragestellung, für wie viel Prozent des medizinisch-chirurgischen Bedarfs wird eine elektronische Bestellung generiert, wenn vorher ein festgelegter Mindestbestand erreicht wird? Bestandskontrolle ist hier das Thema. Dann haben wir hier von der Ergebnisdarstellung drei Tortendiagramme. Links außen international, in der Mitte Deutschland und am rechten Rand, rechter Rand habe ich das gesagt, ja, die USA. Und wir sehen jetzt halt in dem Moment, dass wir da, ich sage mal, gar nicht so schlecht sind, aber natürlich auch hier Luft nach oben haben. Das heißt, diese elektronische Bestellauslösung für den medizinischen Bedarf, wenn entsprechende Mengen unterschritten sind, ist international bei 46%. Wir sind bei 38% und in den USA sind 55%. Muss man natürlich auch sagen, dass die USA viel mehr Kostenträger auf einen Fall drauf haben als wir. Wir haben auf einen Fall meistens nur einen Kostenträger. Das ist dann die jeweilige Krankenkasse. Und bei den Amerikanern ist es viel kleinteiliger. Und da habe ich natürlich eine ganz andere Motivation, ne? Da hier genau hinter zu gucken, wann ist was, wie verbraucht und was bestelle ich wann wo. Ne? Es hat natürlich dann aber auch einen entsprechenden Impact. Was ich klicke. Und von daher können wir sagen, bei den direkt zuordnenbaren Kosten sind wir schon gut, können aber noch besser werden. Und das trotz der ganzen DRG-Thematik. So, der nächste Punkt. Und bei dem Thema sind wir jetzt Analytics und Data Management. Also eigentlich etwas, was sozusagen hier per se auf den Krankenhauscontroller-Tag gehört. Ja. Wie werden Daten für Chefärzte und Pflegedienstleiter sowie die Unternehmensleitung zur Verfügung gestellt? Ne? Dann hier nur der Ausblick auf Deutschland. Hier haben wir
dann von rechts nach links. Der dunkelblaue Graph ist webbasierte Echtzeitanalyse. Orange ist Selbstplanung und Datenvisualisierungstools. Der graue Balken ist Datenvisualisierungstools. Der gelbe Balken ist Excel Spreadsheets, Grafiken und Tabellen. Und blau ist PDF-Berichte, Berichte auf Papier. Und grün ist leider, es werden an Pflegedienstleistungen, Chefärzte und Unternehmensleitung keine Berichte zur Verfügung gestellt. Und wir müssen leider konstatieren, dass wir noch sehr papierbasiert sind, was das Thema Berichtswesen in die Abteilung zu den Klinikern anbelangt. Ja? Das heißt, wenn wir über das Thema Menschen mit Informationssystemen reden oder so, müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie kriegen wir die Informationen, die wir da zusammenfahren, wie kriegen wir das Thema Key-Performance-Indikatoren, ich sag mal, zu den Verursachern. Weil Chefärzte, Pflegedienstleistungen, das sind ja die, die, ich sag mal, diese Daten mit verursachen. Ja? So, und wenn wir dann das Thema KI uns anschauen, was wir gestern auch auf der Agenda hatten, dann ist hier dann die Frage gewesen, wie weit sind Sie beim Einsatz von Software-Funktionalitäten, die Predictive Analytics nutzen? Predictive Analytics ist eine Vorstufe von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning, um Ihre Kliniker im Arbeitsprozess zu unterstützen. Ja? Da gab es hier die Rubriken komplett im Einsatz und erzielen messbare Ergebnisse. Dann gibt es hier die Rubrik, wir sind bei der Einführung bzw. in der Pilotierung. Dann gibt es, wir sondieren den Markt bzw. sind zu Beginn der Beschaffungsphase. Und wir sind hier auch bei, ist nicht im Einsatz. Also ist vorhanden. Deutschland ist der orange Block, gelb ist international. USA ist grün. Und da müssen wir mal auch wieder klar sehen, die USA mit sicherlich dem meisten Geld für Software sind da am meisten voran. Und es ist immer schön, wenn man das Höchste und das Niedrigste anguckt. Und wir sind auch bei, ist nicht im Einsatz. Also, aber das liegt vielleicht ja auch, oder es liegt bestimmt daran, dass wir so wenig Clinical Data Repositories haben, wo wir Daten zusammengeführt haben, um dann entsprechend KI auch einsetzen zu können. Fazit auch von dem Thema ist, von Predictive Analytics und KI sind wir noch sehr weit entfernt. Ja, das ist leider eine Tatsache, Stand 2020. November. Interoperabilität und Population Health, und wenn Sie das Krankenhaus-Zukunftsgesetz sich anschauen, dann steckt das überall drin. In jedem einzelnen Fördertatbestand steckt das Thema Interoperabilität und Population Health drin. So. Wenn wir jetzt uns hier die Fragestellung angucken, dann muss ich jetzt hier nochmal für uns alle ein bisschen, die wir hier vor Ort sind, ein bisschen schieben. Die Fragestellung ist, von welchen der folgenden externen Organisationen können Ihre Informationssysteme, also elektronische Patientenakte, diskrete Daten empfangen. Diskrete Daten sind Nullen und Einsen. Das meinen wir mit strukturierte Daten. Unstrukturierte Daten habe ich heute auch schon erwähnt. Ich habe vielleicht aber nicht gesagt, dass das, was das ist. Unstrukturierte Daten ist zum Beispiel eine Papierpatientenakte, die Sie einscannen. Und dann noch ein paar intelligente Metadaten dran heften und dann weitergeben. Metadaten sind einfach Daten, die Daten beschreiben. Also, Sie scannen eine Patientenakte ein und dann habe ich vorhin geredet, wir haben einen Master-Patient-Index, wir haben eine IRE-Registratur. Und das sind wichtige Punkte, weil über diese beiden Sachen kriegen Sie nämlich Metadaten an das dumme PDF dran. Metadaten heißt, da kommt ein Master-Patient-Index dran, da wird gesagt, das ist die Nummer, die wir in unserer Gruppe für den Pierre Michael Meyer verwenden. In der DDR gab es früher diese Personenzahl oder so ähnlich hieß das, ja, oder ne?
Die haben wir dann irgendwie 1990 komischerweise abgeschafft. War jetzt nicht irgendwie so intelligent. Aber passiert schon mal, dass man dumme Sachen gemacht. Ne? Und von daher brauchen wir eine eindeutige Kennung. Wie zum Beispiel jeder Computer auf der Welt hat eine eindeutige MAC-Adresse. Ja? Aber wenn es schon nicht geht, dass ich das bei der Person mache, dann kann das die Institution tun. Weil nämlich wir in dem Moment, wo wir in einem Krankenhaus einen Patienten behandeln, mit dem KISS, mit dem Ultraschall, mit sonst was, vergibt jedes System eine eigene Nummer. Ich habe also viele kleine Patientenakten mit vielen Nummern für den Pierre Meyer. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bräuchte eigentlich nur eine Nummer. Aber jede Maschine vergibt eher seine eigene Nummer. Also Master Patient Index, dann Alter, Geschlecht, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, das sind so Sachen, die dann alle noch an dieses PDF drankommen von der eingescannten Papierakte. Und so habe ich dann unstrukturierte Daten. Die aber Intelligenz. Hier habe ich, wollte ich wirklich wissen, bin ich dazu in der Lage, Nullen und Einsen auszutauschen. Richtig diskret Daten, wo der andere dann auch sehr viel mit anfangen kann. So ein PDF kann ich ja nicht so viel anfangen. Und wir müssen uns nochmal vor Augen führen, im Patientenrechtegesetz, was jetzt schon ein paar Jahre alt ist, steht drin, dass wir alle ein Recht auf unsere Daten in maschinenlesbarer Form haben. Nochmal übersetzt, maschinenlesbar heißt Nullen und Einsen. Ja, so. Springender Punkt ist, hier von den Antworten, die die Kliniken ankreuzen konnten oder die Krankenhausträger ankreuzen konnten, kann keine diskreten Daten in die EPA einfließen lassen. Kommunikation mit dem Kostenträger, da sind wir gar nicht schlecht. Also Deutschland ist grau, international ist orange und die USA sind dann wieder blau. Ne? Wir sind auch die sehr weit vorne, wenn es darum geht, keine diskreten Daten vereinbaren. Gesundheitsdatenaustausch TI, KIM-TI, EPA ist noch nicht am Start. Externe Laboratorien, da sind wir auch nicht so schlecht, aber natürlich hängen wir auch hinterher. Das ist natürlich jetzt auch wieder unser Population Health Problem. Regierungsstellen wie Impfung, Todesfallaufzeichnung, Überwachung von Infektionen werden nicht gut. Aber ich glaube, das wissen wir alle, da machen wir auch noch Papiermeldungen und so weiter. Apotheke sind wir auch nicht gut, da kommt vielleicht jetzt mit dem E-Rezept zum 1.1. Ne? Dann Fachkrankenpflegeeinrichtung, erweiterte chronische Pflegeeinrichtung sind wir auch nicht gut. Mit dem Thema mit zu Hause, mit dem Patienten gar nicht, weil haben wir ja nur noch keine Kommunikation. Ne? Das ist so, also elektronisch geht ja noch nicht. Ne? Arztpraxis ein bisschen und externes Krankenhaus, Klinikfunktion ein bisschen mehr. Das heißt, mit anderen Worten, zusammenfassend, die Krankenhaus-EPA muss viel mehr diskrete Daten der Einweiser und Nachsorger verarbeiten können als heute. Das muss unser Ziel sein. Jetzt kommen wir zu dem Thema sektorenübergreifende Pflegedokumentation, was ja ein ausdrücklicher Wunsch ist, der durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz erreicht werden soll. Deutschland hier oben, international in der Mitte, die Vereinigten Staaten, USA hier unten. Und graues Nein, können keine elektronische Pflegedokumentation sektorenübergreifend einbringen in unsere Krankenhaus-elektronische Patientenakte, in unser KISS-System könnte man sagen. Dann gibt es Orange, ja, wir können das aufnehmen, aber nicht als Nullen und Einsen, als diskrete Daten, sondern als PDF. Und hier haben wir dann in Blau in den diskreten Daten. So, wir sind die Einzigen, die bei dem Thema Nein, können wir nicht, ganz vorne sind. Ne? International ist so ein bisschen da, wo wir das Thema PDF-mäßig können. Und die Amerikaner haben das durch ihren Hightech-Act so fast eliminiert. Ja? Also das ist schon krass. In Krankenhäusern ist zeitnah eine patientenbezogene und sektorenübergreifende elektronische Pflegedokumentation zu etablieren, ist somit das Fazit, was ja auch ausdrücklich durch das Krankenhauszukunftsgesetz versucht wird zu etablieren. Dann haben wir auch einen wichtigen Punkt und da sehen wir die Schwächen
wenn ich das so sagen darf, unserer Gesundheitssystemgestaltung. Unsere Gesundheitssystemgestaltung hat natürlich auch eindeutige Stärken. Das haben wir gesehen in der Pandemie mit der Anzahl unserer Intensivbetten. Ja? Und dass wir so viele Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung haben, weil wir dürfen nicht vergessen, 79% der Covid-19-Patienten wurden nicht in Maximalversorgung versorgt, sondern in Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung. Ja? Und die meisten Covid-19-Patienten wurden behandelt in Krankenhäusern zwischen 300 und 399 Betten. Ja? Aber eine Schwäche ist nun mal, wenn es um das Thema Population Health geht oder das Managen von Regionen. Ja? Und da ist die Frage natürlich, verfügt Ihr Krankenhaus über ein elektronisches Krankheitsregister zur Identifizierung von Versorgungslücken in der Bevölkerung beziehungsweise Potenzialen in der Leistungsausweitung? Ja, das eine ist eine Lücke und das andere ist dann ist natürlich auch ein Potenzial, um da Leistung hinzupacken. Hier links außen ist Deutschland. Ja, ist dunkelblau. Nein, ist orange. Grau ist unsicher. International haben wir dann in der Mitte mit ja, blau, nein, orange und grau unsicher. Und die Vereinigten Staaten oder USA sind, ist es wieder genauso mit ja, ist blau, nein, orange und grau unsicher. Wir sind die mit dem größten Nein-Block. Mit 61%. Und ja, das ist irgendwo, wir eine Hand dran kriegen an Daten für regionales Gesundheitsmanagement, ist 9%. Also wenn wir das mal versuchen würden zu spiegeln mit unserer deutschen Gesundheitswirtschaft, könnten das hier das Blaue eigentlich nur das Main-Kinzig-Tal sein oder die Knappschaft im Ruhrgebiet und im Saarland. Ja? Weil sonst kann eigentlich keiner die Daten haben. Weil ich müsste ja einen Blick haben auf die akutstationäre Versorgung, die ambulante Versorgung und wenigstens die Rehabilitation und eigentlich noch die Pflege. Die Knappschaft hat beispielsweise im Ruhrgebiet Akutkrankenhäuser, hat das Postbahnnetz und hat dann auch noch Reaktionen. Ja? Und ja, mein Kinzigtal ist ja regionales Budgeting nach Budgetierung, nach Capitation. So, und in den USA mit den ganzen Healthcare-Systemen kommen die auf die 87% bei Ja und 110% Healthcare-Systeme. Die USA haben praktisch, sind so organisiert, dass sie praktisch nur Knappschaft haben. Also ich habe eine eigene Versicherung, ich habe eigene Akutkrankenhäuser, ich habe eigene Reha, ich habe eigene niedergelassene Ärzte. Das sind alles Healthcare-Systeme, die sich dann überlappen. Die seltensten sind ohne eigenen Kostenträger, die wenigsten. Aber gibt es hier natürlich auch, so müssen wir das jetzt mal schieben. So. Konsequenz ist dann natürlich zeitnah, sind elektronische Krankheitsregister zur Identifizierung von Versorgungslücken zu institutionalisieren. Ja? Kommen wir dann auf das Thema Patient Engagement. Das ist wirklich brutal ernüchternd. Da ist ein Punkt, bieten Sie einem Patienten die Möglichkeit, über ein Patientenportal auf ihrer Webseite und oder in Partnerschaft mit einem elektronischen Gesundheitsaktenanbieter ein Krankenhaus gebrandete elektronische Gesundheitsakte anzulegen, beziehungsweise Patientenportal. Und dann ist es natürlich so, dass wir hier in Deutschland angeblich, also ja, grau heißt ja, Pilotprogramm, also nein, grau heißt nein, nicht vorhanden. Orange heißt ja, Pilotprogramm und blau heißt ja, vollständig ausgerollt. Also wir sind null bei vollständig ausgerollt. Nada, niente. Ne? Und bei 4% haben wir das Thema, wir sind im Pilotprogramm. USA haben wir 64% der Krankenhäuser haben ein vollständiges elektronisches Gesundheitsaktenangebot oder Patientenportal für ihre Patienten. 10% sind im Pilotprogramm und 26% haben nicht. Und wenn wir jetzt international gucken, dann haben wir hier 45% haben ein Patientenportal, 15% sind im Pilotprogramm und 30% heißt nicht, haben nichts. Das heißt, Kliniken sollten zeitnah den Patienten die Möglichkeit
der direkten Interaktion bieten. Stichwort ist hier Patientenportal, elektronisches Gesundheitsakt. Diese Folie hier haben wir, wir haben die Ergebnisse mal kurz, also Spotlight-mäßig auf dem Entscheider-Event im, am 1. und 2. März in der Pressekonferenz der 36 fördernden Verbände der Entscheider vorgestellt. Und da haben wir dazu so ein Newsletter gemacht. Also ich glaube, das ist die am meisten gepostete Folie. Mal, welche Services oder medizinische Interaktionskommunikationsmöglichkeiten können Patienten über ihr Patientenportal nutzen? War da die Frage. Und das gab es dann zum Ankreuzen. Ja? Und wir sind hier bei 0%. Ja? Und hier oben, nicht ganz, hier gibt es noch eine 4 und da auch bei Testergebnissen. Ja? Also Labor oder irgendwie sowas kann abgerufen werden. Aber Zusammenfassung des Besuchs, ja? Gibt es nicht. Entlassungsanweisung gibt es nicht. Freitext gibt es nicht, Selbstmanagementinstrumente für chronisch Kranke gibt es nicht, Aufzeichnungen über Impfungen gibt es nicht, sichere Nachrichtenübermittlungen mit Provider-Betreuungsteam gibt es nicht, Bereitstellung von Elementen der Krankengeschichte, die direkt in die EPA aufgenommen werden können, gibt es nicht. Also das kann man jetzt so durchgehen. Das sind typische Themen, die Sinn machen würden, dass ich als Krankenhaus das vom Patienten bekomme oder aber dass es Sinn macht, dass ich als Krankenhaus dem Patienten das gebe. Nicht nur, weil er ein Recht drauf hat, er hat ein Recht drauf, sondern auch, weil ich ihn als Kunden binden möchte, zum Beispiel, dass er sich einfach gut aufgehoben fühlt. Ja? Das ist somit an der Stelle auch das Fazit. Kliniken sollten den Patienten über ihr Patientenportal ein breit gefächertes Angebot an Services bieten, mindestens jedoch die Musketellen nach § 19.1.2 Krankenhausstrukturfondsverordnung oder Krankenhauszukunftsgesetz, je nachdem. Hier geht das dann auch entsprechend noch weiter. Ich habe jetzt mal direkt aufgeklappt. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Patienten von außerhalb des Krankenhauses online mit einzubeziehen? Fazit habe ich auch schon gezeigt. Deutschland ist hier gelb. Blau ist international, USA sind grün. Wir sind die mit den Balken, es sind keine Online-Funktionen verfügbar. Dann das ganze Thema Wegfindung, Navigation, das ist ja immer so etwas, wenn man aus der IT kommt oder wenn man in die IT hineingekommen ist, wie ich, und man sich mit Geschäftsführern unterhält, Navigation, so eine App, so fürs Krankenhaus, das wäre echt total cool. Weil, neue Mitarbeiter finden sich zurecht, die Patienten finden sich zurecht. Aber es ist halt meistens nicht da. Ne? Ist ja also, ne? Wie gesagt, wir haben hier überall diesen Button, wo nichts da ist. Ne? So. Können wir natürlich jetzt sagen, wir haben die falschen Krankenhäuser gefragt, aber ich habe die Stichprobe ja vorgestellt. 52 Krankenhausträger, 29.000 Betten. Das ist jetzt also nicht so eine schlechte Stichprobe. Ne? So, Wegfindung und Navigation, das ist aber auch die USA hinten dran. Automatisierter Check-in bei Ankunft, ne, auf dem Motto Bahnfahren, ne, gestern hin, ne, auf dem Ticket, auf dem iPhone hergezeigt, abgescannt, alles in Ordnung. Und wäre das nicht auch schick, wenn man so ins Krankenhaus kommen könnte und wird, super, alle Daten da. Ne? Wäre ein Traum schon, ne? Selbstplanung, ne, das 69% bei den USA, 30% international wäre nichts. Also Selbstplanung ist das ganze Thema, ich kann selber hergehen und meine Anamnese vorausfüllen, meinen Aufenthalt ein Stück weit planen, ja, nach dem Motto, ich möchte gerne das und das essen, ich möchte gerne den und das vielleicht als Serviceprodukt haben, also Medien konsumieren, ne? Da gibt es ja immer unterschiedlichste Angebote, aber da kann ich mich schon vorher drin einlesen. Ich kann vorher gucken, was möchte ich haben. Ne? Anstatt, dass ich dann irgendwie da im Bett liege und wir haben dies, das, jenes, welches. Ne? Sondern ich kann das vorher ein Stück weit planen. Patientenüberwachung, remote, auch nicht und hier dann so viel. Und Teilnahme an virtuellen Patientenbesuchen, Patientenfamilien.
Das haben wir, da haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Dann haben wir noch das Thema hier. Auf welche Art und Weise trägt der Krankenhaus-Klinik-Verbund dazu bei, die Online-Arbeit ihrer Kliniker zu fördern? Da müssen wir auch ganz klar sagen, dass Kliniken sollten zeitnah Maßnahmen ergreifen, um den Kliniken die Online-Arbeit zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Kommen wir zur Rubrik medizinische Qualität. Ich gehe nochmal zurück, medizinische Qualität und Patientensicherheit. Was immer sehr wichtig ist, dann müssen wir sagen, wenn es auf das Thema Medikation ankommt oder auch, wie es so schön heißt, geschlossener Medikationskreislauf oder Closed-Loop-Medikation, dann haben wir hier das Thema, oder das heißt Formulierung, Dosis, Weg, Zeit, Stellung, ne, die komplette Überwachung. Dann haben wir hier in den USA einen Closed Loop, der fast geschlossen ist, international, ich sag mal, zu drei Viertel. Und in Deutschland haben wir, was ist das Thema Closed Loop Management anbelangt, positiv gesprochen, zu einem Drittel ist das vorhanden. Ja? Also da haben wir, was das Thema Patientensicherheit anbelangt, noch einiges zu tun. Sicherlich ist hier dann mindestens das umzusetzen, was wir in 19.1.5 drin haben, im Förderstatbestand Medikation. Dann haben wir das Thema, welche Funktionalitäten sind in Ihrem voll integrierten Überwachungssystem, Klammer auf, Patientendatenmanagementsystem auf Intensivstation, KISS, im Einsatz. Hier ist es dann so, dass Deutschland orange ist, gelb ist international und Vereinigte Staaten sind grün. Und dann haben wir hier das Thema Überwachung der Vitalparameter des Patienten. Und da sehen wir leider, dass wir hier nicht so weit kommen wie die Kollegen international oder die USA. Wenn wir dann das haben, überwacht die Laborwerte bzw. stellt diese dar, dann sind wir da auch nicht so gut. Wenn man da was kommt, überwacht die Medikamentengabe, also jetzt nicht nur auf Normalstationen, sondern auch auf Intensivstationen und in der Notaufnahme, dann sind wir da auch nicht gut. Und wenn wir kommen, überwacht weitere kritische klinische Informationen, sendet Alarmmeldungen an die diensthabenden Kliniker, dann sind wir überall in der Luft nach oben. Und wenn wir zu der Frage kommen, kein Überwachungssystem im Einsatz, dann bekommen. Aber das ist ja auch der Punkt, warum in den Krankenhauszukunftsgesetz im Fördertatbestand 19.1.4 Entscheidungsunterstützungssysteme nach meiner Kenntnis oder den Anträgen, die ich betreut habe, sehr viele Patientendatenmanagementsysteme beantragt wurden. Ja? Darum hier auch somatische Kliniken sollten ein Überwachungssystem, Klammer auf, PMS, einsetzen, das mindestens die Muss-Kriterien nach 19.1.4 erfüllt. Und jetzt bitte ich Sie, sich kurz zu erinnern, dass bevor ich Ihnen diese Ergebnisse der digitalen Reifegradanalyse gezeigt habe, ich Ihnen dieses Ranking gezeigt habe. Nach dem Motto, welche Platzierung haben die Kliniken erreicht? Ja? So haben wir abgeschnitten, heißt es da. Wenn ich jetzt klicke, wups, taucht das hier auf. Natürlich habe ich jetzt hier nicht die Kliniknamen hingeschrieben, das wäre ein bisschen ja, inkorrekt, gemein. Also gemein nicht. Ich glaube nicht, dass sie besser abschneiden würden. Aber das macht man. Ja? So. Deswegen haben wir das hier dann ausgerechnet. Also 5% der Teilnehmer der Kliniken, die teilgenommen haben, sind in der Rubrik 5 gelandet. 25% in der Rubrik 4. 30% in der Rubrik 3 und immerhin 45% der teilnehmenden Kliniken sind nur in Rubrik 2 gelandet. Kann man sagen, na Gott, das ist aber schlecht. Ne? Ja, die Ergebnisse zeigen, wir haben Digitalisierungsbedarf, dies für die Gespräche mit dem Ministerium oder mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung. Aber noch ein Punkt.
Sehr, 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 sehr wichtig. Ich hatte Ihnen auch gezeigt, wie es zu diesem Ranking kommt. Und die beiden Punkte, die am meisten, also die beiden Rubriken, die am meisten Punkte bringen, das wird bei dem Modell, das von BMW kommt, wahrscheinlich auch nicht anders sein, sind Patient Engagement, also das ganze Thema Patientenportal. Und das ist ja bei allen Kliniken null. Und das Thema Interoperabilität und Population Health, wenn wir ehrlich sind, ich habe da so einen Begriff, also als ich Betriebsinformatik studiert habe, habe ich gefühlt eigentlich nur gerechnet, ja, also konvergiert gegen null. Wenn wir jetzt sagen, das sind eigentlich, also Sie rote Anmerkung, das heißt, wir konnten nur schlecht abschneiden, weil wir das eigentlich bisher komplett ausgeblendet haben, bei allen unseren Anstrengungen. Wir müssen also extrem verbessern in diesen beiden Bereichen. Das heißt aber auch, einen Blick auf das Krankenhaus Zukunft zu setzen, einen Blick auf die Fördertatbestimmung und einen Blick auf die digitale Reifegradmessung, die jetzt im August kommt. Und die dann in 2023 kommt. Womit würden wir denn wohl dann am meisten Verbesserungen erreichen? Welche Projekte sollten wir mit Priorität vorantreiben? Wo sollten wir den Fokus drauf legen, dass wir da am schnellsten voranschreiten? Haben Sie mich verstanden? Also wenn wir da Ergebnisse erzielen, von 2021 bis 2023, dann hat das den meisten Einfluss darauf, dass wir bei der digitalen Reifegradmessung in 2023 viel besser abschneiden. Ich frage jetzt mal in die Runde, hier vor Ort und im Zoom. Hat das jeder so mitgenommen oder gibt es dazu Fragen zu? Feuer frei. Ja, so eine Zwischenfrage, immer gern. Das wären jetzt sozusagen Ergebnisse aus dieser digitalen Reifegradmessung. Stichwort, wo stehen wir, wo müssen wir hin? Ja. Also, Deutschland hat einen hohen Standard in Sachen Datenschutz und Datensicherheit. Quantitativ muss nachgelegt werden, also im Bereich Datensicherheit muss mehr investiert und erreicht werden. Informationssicherheit kommt zu kurz, deswegen auch hinsichtlich der Informationssicherheit muss nicht nur mehr investiert werden, sondern dem Management muss in der Position mehr Aufmerksamkeit beigemessen werden. Das heißt, wir müssen wirklich darüber nachdenken, oder nicht nachdenken, wir müssen die Struktur in der IT uns anschauen und sagen, können wir vielleicht was davon lernen, wie zum Beispiel in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, das Thema aufgesetzt wird. Ja, da gibt es einen Chief Information Officer, da gibt es einen Chief Technology Officer, da gibt es einen Chief Medical Information Officer, da gibt es einen Chief Nursing Information Officer, so, und dann gibt es einen Chief Security Information Officer. Ja? Die Frage ist, also, was ist unser IT-Leiter? Ist unser IT-Leiter der CIO oder ist unser IT-Leiter vielleicht der Chief Technology Officer? Ja? Sollte unser Chief Information Officer, unser IT-Leiter auch der Chief Security Information Officer sein? Nein, mit Sicherheit nicht. Das nicht. Deswegen gibt es ja auch einen IT-Sicherheitsbeauftragten. Ne? Entschuldigung, einen Informationssicherheitsbeauftragten. Ja? Das heißt, wir müssen uns wirklich Gedanken machen, unabhängig vom Krankenhauszukunftsgesetz, aber mit dem Krankenhauszukunftsgesetz noch viel stärker. Wie baue ich zusammen mit meinem IT-Leiter diese IT zukunftsfähig aus? Wir müssen mit den Klinikern ein Change Management machen.
Von daher wäre es intelligent zu sagen, man packt wirklich in die IT einen Chief Medical Information Officer, der 50% klinisch arbeitet und 50% in der IT arbeitet und natürlich dem CIO zuarbeitet. Und genauso auch ein Chief Nursing Information Officer, der 50% in der Pflege arbeitet und 50% in der IT. Weil ganz ehrlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden hier von Projekten, die zu bewältigen sind, wo die IT, ihre IT, ein Dienstleister ist. Aber ihre IT sind nicht die, die hinterher die Pflege machen und sind auch nicht hinterher die, die ärztlichen Dienste machen. Das sind die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen, in der Notaufnahme, im Intensivbereich. Ja? Und häufig ist es so, die müssen doch das wissen. Nein, das wissen die nicht. Die haben nicht Medizin studiert, die haben nicht Pflegewissenschaft studiert, die haben hoffentlich Informatik studiert. Ja? Aber deswegen diese Fusion, dann sollten wir uns dringend darüber Gedanken machen. Vor allem, wenn es um das Thema Security geht. Weil nur, und jemanden deswegen auch dieses 50-50 arbeiten dort und da, so behält jemand, so ist nämlich jemand noch Weißkittel und nicht, ach, der ist ja jetzt in der IT, das ist ja jetzt einer von denen. Das ist, ne? Das ist, muss man schon so leben dann auch. Ne? Ja, Punkt 3. Die deutschen Kliniken sind noch zu sehr Struktur als Prozesskrankenhaus. Daraus leitet sich dann natürlich ab, die deutschen Kliniken müssen sich mit Hilfe der digitalen Lösung der Industrie vom Struktur zum Prozesskrankenhaus zum Prozesskrankenhaus wandeln. Wenn Sie jetzt alle in Ihr eigenes Krankenhaus hineinschauen, dann glaube ich, dass Sie wissen, was ich da meine. Das, ne? Jeder arbeitet in seinem Silo und Teamwork ist so ein bisschen etwas, was man auf die Hochglanzfolien schreibt, aber dann, wenn es dann zum Spur kommt, ist er rum für Verbesserung. Ne? Die intelligente Verknüpfung medizinischer Daten zur Erreichung von Entscheidungsunterstützung ist natürlich Stand heute gering. Wir haben gestern, auf jeden Fall, was ich mitbekommen habe, gute Vorträge dahingehend bekommen, was man machen kann, was man auch jetzt schon machen kann, aber da sind wir noch weit entfernt von. Deswegen auch, da müssen wir besser werden. Dann der Punkt 5 ist bezogen auf syntaktische und semantische Interoperabilität sind wir hinten dran, haben aber mit der TI 2.0 ein respektables Zielbild vor Augen. Das ist auch so, da stehe ich auch zu. Das ist, da wurde unglaublicher Fortschritt gemacht, seit die Gematik ans BMG angegliedert wurde. Das war richtig gut. Davon müssen wir natürlich die Chancen der digitalen Transformation der Modelle der Patientenversorgung dahingehend nutzen, um natürlich die Schwächen, die in unserem Gesundheitssystembeschaffung liegen, hinsichtlich Population Health, Public Health, die müssen wir da an der Stelle verbessern. Und von daher dürfen wir, was das Telematik-Infrastruktur, auch wenn da natürlich ein sehr großer Druck auf den Kliniken liegt und auch sehr viel Arbeit für die IT drin ist, aber da sollten wir nicht nachlassen und da müssen wir dann sozusagen besser werden. Und je mehr wir da an der Stelle Vorgaben kriegen, die dann somit auch von der Industrie gleich mit umgesetzt werden, so einfacher ist das für uns auch. Ja. Und natürlich, die Patientenorientierung ist dem Bürger im Gesetz zugesichert, aber nicht umgesetzt. Ja. Dann also von daher die Kommunikation mit unseren Patienten wird besser, dadurch, dass wir das Patientenportal dann auch einführen, wie es in 1912 drinsteht. Und was das Thema Prozesssicherheit für medizinische Qualität und Patientensicherheit anbelangt, da müssen wir besser werden. Und ich denke mal, das werden wir auch entsprechend tun, wenn wir diese Fördertatbestände umsetzen. Kommen wir nun zu dem Thema Key-Performance-Indikatoren, Vorschläge aufgrund der digitalen Reifegradmessung und KHZG-Einordnung, § 19, 1, 2, Nummer 2 bis 6.
Warum nochmal Nummer 2 bis 6? Das sind die Fördertatbestände, die pönalen behaftet sind. Das heißt, der digitale Reifegrad wird zwar über alles gemessen, aber nur das, wie ich in den Fördertatbestand 1912 Patientenportale, 1913 Pflegeplanung und Dokumentation, 1915 Entscheidungsunterstützung, 1914 Entscheidungsunterstützung, 1915 Medikation und 1916 Order Entry abschneide. Das wird hinterher bewertet bezüglich des Punktes Erlösabzug in 2025. Wenn wir da hinkommen wollen und sagen, wir wollen das analysieren, wir wollen gucken, wir wollen schauen, bevor wir einen Kreuzchen machen bei der digitalen Reifegradanalyse, was ist sinnvoll oder nicht. Ja? Dann müssen wir uns erstmal anschauen, was haben wir eigentlich an Zahlen. Das haben wir für uns gemacht und wir haben gesagt, okay, wir haben 4 Dimensionen. Wir haben auf der einen Seite die Daten der Systemerhebung, also WLAN Access Points, Applikationen, Krankenhausinformationssystem, klinisches Arbeitsplatzsystem etc. pp. Bis ins Kleinste runter. Wir haben auf der anderen Seite die Daten der Krankenhauszukunftsgesetzantragstellung, also was haben wir pro Fördertatbestand an Geld beantragt, was haben wir in Projekte beantragt. Wir haben die Ergebnisse unserer digitalen Reifegradmessung und wir haben die Strukturdaten. Strukturdaten, Fälle, Betten, Intensivarbeitsplätze, High-Care, Low-Care, ja? Personal hier, Personal da, also pro Station, pro Abteilung etc. Und unser Ziel ist, und unsere Frage war, wie stellen wir uns intelligent für das Thema Erlösabzug in 2025 und die damit einhergehende KPI-Erhebung der Selbstverwaltung um? Ziele, die wir für uns definiert haben, nach dem Motto, Planung ist zwar nur die Substitution des Zufalls durch den Irrtum, aber man sollte sich schon ein Ziel vornehmen, ja. Wir müssen nicht auf alle möglichen Fragen sofort parieren können. Nichtsdestotrotz ist es unser Anspruch für den Erfolg unserer Mitglieder, alle Fragen in der Gesamtheit simulieren zu können und dann in Summe, aber auch einzeln für das einzelne Mitglied optimal beantworten zu können. Lösung war von daher für uns, dass wir angefangen haben, im März, April, dass wir angefangen haben, ein Krankenhauszukunftsgesetz-Management-Informationssystem einzuführen, und zwar über alle und für alle Mitglieder. Das heißt, ein Online-Management-Informationssystem, wovon allen die Daten reinkommen und drin liegen. Jeder hat seine eigene Sicht, aber es gibt auch eine Gesamtsicht und jeder kann damit, hat erstmal seine eigenen Daten zusammen und alle haben die Sicht auf alle Daten und wir können in dem Moment simulieren. Wir haben das natürlich alles abgesichert mit Verhaltenskodex und Geheimhaltungserklärung, dass keinen da Schindluder damit in Daten getrieben wird. Aber das ist natürlich ein enorm scharfes Schwert, um uns dahingehend sehr gut aufzustellen. Globale Key-Performance-Indikatoren und dann Krankenhaus-Zukunftsgesetz-Key-Performance-Indikatoren ist natürlich klar, wenn wir sagen, der digitale Reifegrad der Hospitalgemeinschaftsmitglieder ist natürlich in dem Moment zu nehmen im Vergleich zu den deutschen Kliniken, im internationalen Vergleich und in den USA. Was man natürlich auch
sehr schnell herausfinden kann, ist der Wirkungsgrad der eingesetzten Mittel in Summe, aber auch pro System, immer dann bezogen auf den erreichten digitalen Reifegrad. Also, was gebe ich aus, für was und was habe ich dagegen, für welchen digitalen Reifegrad erreicht. Und dann natürlich Anzahl der Mitarbeiterinnen, Endgeräte, dies, das, jenes, welches, bezogen auf den erreichten Reifegrad nach Nutzung. Wenn wir dann auf die einzelnen Fördertatbestände kommen, dann lassen sich diese KPIs auch sehr einfach ziehen, indem wir uns einfach nochmal vor Augen führen, was wir berücksichtigen mussten bei der Förderantragstellung. Bei der Förderantragstellung mussten wir berücksichtigen die sogenannten Muss-Kriterien. Und je nachdem, was wir in so einem Fördertatbestand oder was wir mit so einem Fördertatbestand erreichen wollten, ging es auch um die Kernkriterien. Wenn ich dann jetzt weiterdenke, ich habe irgendwann das Thema Projektfortschrittskontrolle, ich habe das Thema Mittelverwendungsprüfung, ja, dann sind natürlich meine Muss-Kriterien dann das, was hinterher auf dem Zettel stehen wird für die Key Performance Indikatoren. Das heißt, alles, was wir in 2024 von den Krankenhausentgeltverantwortlichen, also der Vorgabe von Spitzenverband der Kostenträger, Krankenkassen und DKG an die Länder dann wieder bekommen werden, werden Key Performance Indikatoren sein auf irgendeiner Basis der Reifegradmessung bezogen auf die Muskeln. Weil nur so kriege ich die Förderrichtlinien dazu. Das nehmen Sie bitte mit, dass Sie das erwarten sollen für 2024. Nicht für die digitale Reifegradmessung vom BMG, aber für die Krankenhausentgeltverantwortlichen 2024 für 2025. Es geht nicht, also jeden KPI, den wir bekommen werden, muss einen Bezug haben zu den Muss-Kriterien der Förderrichtlinie, weil sonst kriege ich den Mittelverwendungsvorweis nicht hin. Und wenn ich das eine von dem anderen abkoppeln werde, sagen Juristen, ich bin kein Jurist, aber ich nehme Beratung an. Also von daher glaube ich dann auch im Juristen, wenn dieser Kreis nicht geschlossen wäre, dann gibt es wohl tausend Mittel dagegen zu klagen. Und das glaube ich nicht, dass dann irgendjemand, wenn er schon so ein Riesenprogramm von 4,3 Milliarden aufsetzt, dass er dann sich selber so eine Stolperfalle stellt. Da mögen die Herrschaften dann recht haben. Also, was ist jetzt noch zu tun, damit Sie das, wie man im Ruhrgebiet so schön sagt, auf die Kette kriegt? Mit der Digitalstrategie sind wir reingegangen in das Thema. Dann gab es daraufhin eine Health-IT-Strategie. Es gab daraufhin eine Krankenhaus- oder Mitglieder-individuelle Health-IT-Masterpläne. Ich habe Ihnen was vorgestellt. Dann gab es sozusagen als Mapping auf das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Das ganze Thema Marktabfrage wurde gemacht, weil die Förderanträge wurden gestellt. Es gab Rückgriffe auf Rahmenverträge. Es gab das Thema Angebote-Preisindikationen, Muss-Kriterien-Matrizen von dem Rahmenvertrag, Schulungszertifikate, Eigenerklärung. Dann gab es das ganze Thema Antragsverfahren, Leitfaden zur Antragstellung, Gesamtkalkulation, Abgleich. Mit voraussichtlichen Budgetpriorisierung und Abgabe auf die Mittelanträge. Schlussendlich ist dann noch das Thema Begutachtung da, das heißt bei Antragstellung, bei Projektfortschritt und bei Mittelverwendung. Was jetzt dann kommen muss,
Dann sind ja EU-Fördermittel, ist das Thema Teilnahme, Wettbewerb pro Fördertatbestand. Und dann die Industrie bietet dann gemäß den aufgezeichneten Beschränkungen an. Die aufgezeichneten Beschränkungen gibt das Gesetz vor. Das heißt, alles, was in § 19 2, 1 bis 5 steht, also Nummer 1 bis 5, oder andersrum § 22 Krankenhausstrukturfondsverordnung und alles, was in 19 1, 3 steht. Dann Vergabe entsprechend der entfüllenden Beschränkung, Widerspruch gegen oder Annahmevergabe und dann Begutachtung. Projektfortschrittskontrolle. Dann Stufe 3, Projektstart, Betriebsbereitschaft durch Auftragnehmer, Abnahme durch Auftraggeber, Begutachtung, Rollout, Begutachtung und fertig. Und nochmal zum Schluss, also dann, das ist hier die Begutachtung, ist dann die Mittelverwendungsstufe. Und so ist dann eigentlich ist jetzt alles fertig, wenn wir können nach Hause gehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie man das denn so macht, wenn man so einen tollen Vortrag hält, man schließt ab mit einer Buchempfehlung und Stichwort, was Sie alles noch tun müssten hinsichtlich mit Ihrem IT-Leiter, Ihre IT weiterentwickeln, kann ich nur das Buch empfehlen, Healthcare CIO, das Buch ist geschrieben worden aufgrund des der Fort- und Weiterbildung Certified Healthcare CIO des College of Health Information Management Executives. Das haben wir auch lokalisiert und diese Weiterbildung gibt es seit 2019 für den deutschsprachigen Raum. Und bisher haben diese Prüfung 24 IT-Leiter und Geschäftsführer, Krankenhausgeschäftsführer, erfolgreich abgeschlossen. Und ich glaube, das ist sehr förderlich, um die vor uns liegenden Herausforderungen und Aufgaben erfolgreich abzuschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Gibt es nicht eine Frage? Alles erschlagen? Okay.